Filmfans, aufgepasst! Mortal Love 2 Undercover! Mortal Love 2 Undercover, mega Film, super Film. Spoiler-Alarm an der Stelle, also wer den Film noch nicht gesehen hat, wenn er will, abschalten. Spoiler-Alarm habe ich rausgebracht, Spoiler-Alarm. Und es hätte letztes Mal besser klären sollen. Die Hülle ist auch so in 3D, wenn man das sieht. Ja? Der erste da war sogar noch mehr 3D, das Bild. Und es hätte besser letztes Mal klären sollen. Weil ich gesagt habe, ja, das Coverbild vom ersten Teil und ja, jetzt auch vom zweiten Teil, das sind so typisch Coverbild, wo sie in den 80er, 90er gemacht haben, auch oft in den 70er oder stellerweise in den 70er. 80er, 90er so war das top. Ja. Aber weil es jetzt Blu-ray ist, ja, und ich sprich von alten Coverbildern, also früher VHS-Kassette Ketten als Coverbild, ja, wurde ja auch übertragen. Heutzutage auf DVD-Hülle oder auf Blu-ray-Hülle. Und das Coverbild haben sie schon in den 90er gemacht, von dem Mortal Love 1 und 2. Und von der, das waren halt so die super Bilder, wo man sich halt Mühe gegeben hat, Herz ins Detail für die Hüllen und Poster. Und das kommt auch so 3D-mäßig rüber. Ja. Und das haben sie halt jetzt auf der Blu-ray-Hülle, was sie früher gemacht haben, umgesetzt. Finde ich super die Idee. Und dann hast du das alte Feeling von der alten Zeit wieder. Und da spielt er auch wieder Granate mit der Martial Arts Szene, Cynthia Redrock. Ja. Dann hast du John Wincott, auch ein Ass in der Martial Arts Szene. Ja. Und Leo Lee. Ja. Dann hast du, ja, also Spieler, auch den einen, ja, den, so ein, ich sage immer zu einem Griechischen gegönnt, der spielt ja in sehr vielen Martial Arts Filmen mit, super Bodybuilder, super Schauspieler, was hat die Mimik angeht, ob er Griechisch weiß nicht, sieht man so als Griechisch, spielt sehr viel in amerikanischen Filmen mit, hat bei Double Impact hat er eine Nebenrolle gespielt, ja, aber man erkennt ihn. Ja, da geht es zum Van Damme und sagt, ja, der Chef will mit dir sprechen, ich habe noch eine Kiste Champagner, oder der Chef will jetzt mit dir jetzt sprechen. Und dann tut sich der Van Damme an den Boden anlegen, weil in der Kiste ist ein Bump drin, und der lacht den, wo ich als Griechischer gegönnt betitel, und dann geht so alles in Luft und so, und da spielt er halt bei Geballladung Nebenrolle, bei Mortal Love spielt er Hauptrolle mit. Und bei Tiger Claws 2 möchte er auch mit, also wenn man zwei Träumeis sieht. Und ich habe viele Filme von dem gesehen, wo der mitmacht. Ja? Der Griechische gegönnt. Ja, ja, und da sind ja so viele Martial Arts Legenden bei Mortal Love 2 drin. Unglaublich. Unglaublich. Und sehr schön, der Film, sehr viel Trainingsfrequenz da drin. Ja? Gute Handlung, du bist immer unterhalten, das ist nie langweilig. Ja? Und bei Mortal Love 1 und 2, das sind ja so eine Polizeigeschichte. Ja. Und deswegen kommt ja so, ich habe so extra so Genre, wo so alle Polizeifilme reinkommen, von Police Story, von Level Weapon. Ja. Da habe ich die Mega Box mit Mel Gibson und Danny Glover. Und vierter Beispiel hat Jet Li mit. Dann halt Rush Hour. Ja. Und da kommt auch der Film rein. Da ist die Polish-Ecke schon ein bisschen stärker. Cynthia Redrock möchte auch viele Filme, wo sie die Hauptrolle spielt, als Star und trotzdem noch ein männlicher Kollege hat, wo beide gleich viel strahlen. Ja, also da ist da, also da Cynthia Redrock ist die Hauptrolle, wo sehr viel Showkämpfe hat und sehr viel strahlt. Und dann ist ein männlicher Kollege, der auf ihrer gleichen Ebene mitstrahlt und mit gleich genauso viel Showkämpfe hat und so weiter. Und das in dem Fall ist das der Jeff Wincott, der, den ja auch so einige Filme kennt, der super Kampftechniker drauf hat. Ja. Hat ein bisschen Gesicht wie so ein Haifisch in meinen Augen. Der ist manchmal sagen, ein bisschen Gesicht wie der Vince McMahon, aber der Jeff Wincott, der hat dann im Film 1A gestrahlt und verschiedene Kampfstile. Cynthia Redrock erst recht. Ja. Also
Jeffinko, der spielt quasi so in der Hongkong-Liga mit seiner Leistung und Sunia Redrock erst recht. Die hat auch sehr viel Hongkong-Film gedreht, da hat sie wieder einen USA-Film gedreht mit Mortal Love 2. Und dort zeigt auch, dass Sunia Redrock alle Waffen beherrscht wieder in dem Film und wie in anderen Filmen. Und auch Nahkampf mit Beinen und Fäusten und richtig Strahler kann. Und auch der Jeff Finkow zeigt kampftechnisch viel und auch zeigt auch natürlich auch waffenmäßig einiges. Und die Story, wie schon gesagt, Spoiler-Alarm, schon gesagt, die Story ist so, die will er wieder so Gangster-Strukturbrecher, ja, wieder so Gangster verfolgen, wieder so richtiger, gefährlicher Verbrecherorganisation, ja. Und die dann auch quasi, auch, wenn sie jemand tötet, dann das so nachstellt, dass die Polizei denkt immer, das war ein Unfall, ja. Oder Jeff Hincott schon gar nicht mehr glaubt. War so ein Polizist, der quasi vom Alkohol weg war. Und dann schlagen die brutal zusammen. Ja. Und dann den sie mit hochprozentigen Abfüllen und schlagen tot. Und dann den sie den hin Steuer und den quasi den Wagen, den Abhang nachfahren und er sieht von der Polizei aus, dass der so verurteilt ist und halt dann den Abhang, die Kurve nicht mehr geschafft hat und lauter so Sachen machen sie. Das habe ich vergessen, da spielt auch der Bull Drago mit. Bull Drago, der Mausezahn, der spielt auch immer der Bösewicht in dem Film oder halt der Denkspiel, der Polizeikapitän, der dann auch erpresst wird. Dem wird dann ein Mord zugeschoben und dass die Verbrecherorganisation dann die ganze Polizei im Griff hat. Ja. Sunia Redrock wird undercover eingeschleust, weil das einzige Mangel in dem Film, da wird ständig Bier getrunken. Ja, und haben die beste Körper. Auch ein Jeff Wincott, der hat nicht so einen Körper, wo er ständig Bier trinkt. Und in dem Film treffen die sich öfters mal und trinken Bier und trinken das und trinken Zell. Ja, dass das halt volksnah rüberkommt ein Polizist mit Problemen und jetzt geht er in die Kneipe, trinkt er Bier und so ungefähr. Sozusagen rüberkommen. Da wurde halt dreimal in der Flasche genippt haben und dann haben sie es wahrscheinlich weggeleert, wenn überhaupt ein echtes Bier drin war. Und er sind ja retro, tut sich undercover einschleusen bei der Verbrecherorganisation, zuerst diese Barkellnerin, wo der Barkellner sagt: Ja, kennst du die aus? Wo kennen alle Cocktailgetränke? Und dann tut der Barkellner natürlich die Tester beim Werbungsgespräch und dann weiß der alles, wo was drin ist. Da ist Wodka drin, da ist Wodka und Tequila und Blutsaft drin, Blutorange drin, was auch immer. Das hat alles auswendig gewusst, da war der begeistert. Hat sich dann eingestellt und der Chef gefragt, ist in Ordnung. Dann wird eigentlich viel um Alkohol. Aber obwohl ich dann Lust auf ein Bier gekriegt habe, habe ich keins getrunken, weil ich mich nicht verführen gelassen habe, weil mir jetzt mein Ziel im Sport wichtiger ist. Ja. Da war ich stark an dem Abend. Ja. Und ist ein gigantischer Film. Ist ein gigantischer Film. Und da sind ja Redrock, die dann hat sie dann jemand aus der Bar raus. Ne, das war nicht in der Bar, die hat irgendjemand rausgehauen, die hat auch wahnsinnig Schurken von dem Tag gebracht. Das hat der Chef mitgekriegt und hat sie gesagt, ja, ob sie nicht als Rauschmeißerin in einem anderen Lokal schaffen will. Und sie lehnt erstmal ab, dass es realistisch rüberkommt, dass sie ihr Undercover-Ding nicht auffliegt. Und dann sagt sie doch ja. Und dann steigert es sich in der Organisation und kann da. Und dann kommt das Vertrauen vom Boss gewinnen und irgendwann kommt es halt zum Final-Showdown, wo er nicht mehr weiter verrät. Spitzer, das sind so viele Martial Arts Stars drin, die man kennt, wenn man die Szene ganz viele Filme schon angeguckt hat. Und kann nur ans Herz legen und wie das Finale ausgeht, verraten, müsst ihr selber googeln. Der Film hat alles. Perfekte Showkämpfe. Perfekte Kampftechniker, perfekte Schauspieler, ja, perfekte Story, ja, perfekte also Hintergründe, Landschaften, ja, was zur Geschichte passt, ja, auch von Dojos bringen sie es und so weiter. Es gibt kompliziertere Stories, muss man auch sagen, aber es ist trotzdem eine gute Story und es hat sein Herzle verdient, Mortal Love 2, kann ich nur sagen. Ja,
Und Cynthia Redrock, einfach eine starke Person in dieser Szene. Ja. Mehr kann man nicht sagen. Ja. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja. Wir haben schon gegangen, heute nach der Spätschicht, ich gegangen zu meinem Cousin. Das ist so, das ist ein Haus, mein Cousin wohnt im Dach, meine Cousine wohnt so in der Mitteetage. Ja, und beim Kumpel, also beim Cousin, halt einen Film an. Vielleicht ist Cousine dabei, weiß ich nicht. Und morgen helfe ich bei der Cousine beim Umziehen, also Ausziehen, also die will umziehen, so, nicht ausziehen, umziehen. Die will, hat eine andere Wohnung und die hat schon ein paar Sachen angebracht und da helfe ich dann, ein paar schwere Sachen zu tragen. Und mein Cousin hat ein Gästezimmer, wo man zumachen kann und kann bei dem pennen. Und dann können wir einen lustigen Filmabend machen und weil, ja, dann verwende ich halt zusammen. Ja. Sind auch die Verwandten, die hier leben und die wenigsten mit mir Umgang genießen, kann man bei dem mal total erzählen, warum, weshalb, wieso. Ja, ganz unterwund im Erdgeschoss von meinem Onkel, meine Tante. Da, ja, das ist halt so alte deutsche Tradition, Familie bändeln halt zusammen. Und mein Cousin ist auch bei mir mal übernachtet gewesen und ja. So, Warte auf, super Film, Warte auf 2. Ja. Also, nein, denn erster Warte auf 2 und zweiter Warte auf 2, jetzt habe ich einen Scheißdreck geschwätzt. Der erste Warte auf habe ich und der zweite Warte auf habe ich gleichzeitig gekauft beim Drogeriemüller. Es gibt noch in den Läden gute, stabile Filme. So. Und deswegen wäre es jetzt falsch zu sagen, es gibt so wenig Filme, es lohnt sich da nicht einzukaufen, weil dann ist die Nachfrage noch weniger und die Läden verkaufen noch weniger Filme wie jetzt. So. Und deswegen ist es besser, man möchte für die Läden noch Werbung, weil dann, wenn die Nachfrage steigt, dann haben sie ja natürlich irgendwann wieder ganz viele Filme wie früher mal wieder. Und das wäre für uns alle gewinnbringend. Und wie schon gesagt, Mordlauf 1 und 2. Habe ich beim Drogeriemüller gekauft und dann kann man noch stabile Filme kaufen. Definitiv wünsche ich euch jetzt ein scheiß Wochenende, bleibt wie ihr seid und bis die Tage!